Dieses Video wird euch präsentiert von der Aminu-Gruppe Anime Love German. Eine Gruppe, in der ihr euch mit anderen Otakus über eure Lieblingsmangas und Lieblingsanimes unterhalten könnt. Ihr könnt an Quizzen und anderen Spielen teilnehmen oder sogar eure eigenen Fanarts posten. Für alle, die noch nicht wissen, was denn die Aminu-App eigentlich ist, das ist eine Social-Media-App für euer Smartphone, egal ob Android oder iOS. Innerhalb dieser App könnt ihr verschiedene Gruppen joinen und so euch mit anderen Gleichgesinnten unterhalten. Ihr könnt auch mich dort antreffen, lasst mir einfach ein Follow da. Wenn ihr in einer Spielegruppe seid, heiße ich dort Just Insane. Seid ihr in einer Anime-Manga-Gruppe, heiße ich dort Faceful TV. Link wie immer in der Beschreibung. Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da. Heute mal ein etwas anderes Video und zwar keine Theorie, sondern eine Frage, die ich euch stellen möchte. Und zwar konnte ich gestern Nacht nicht schlafen und habe über One Piece nachgedacht. Da ist mir etwas aufgefallen, was mir keine Ruhe lässt. Eine kleine Unlogik innerhalb von One Piece. Vor 63 Jahren traf Big Mom auf Streusen. Wie wir im Anime gesehen haben, also es muss nicht unbedingt kennen sein, hat sie kurz darauf schon ihr erstes Kopfgeld bekommen. Vor 52 Jahren erreichten die Rumba Piraten und Laboom den Reverse Mountain. Vor 49 Jahren wurde Yorki krank und die Rumba Piraten teilten sich auf. Kurz darauf wurden sie getötet. Vor 48 Jahren fand Brooks Seele seinen Körper. Vor 42 Jahren beendete Shaki ihre Piratenkarriere. Vor 28 Jahren fand Roger raus, dass er krank war, rekrutierte Krokus und startete seine letzte Reise. Vor 25 Jahren fand Roger Raftel und lieferte sich selbst der Marine aus. Vor 24 Jahren wurde Roger exekutiert. Als Rayleigh den Strohhüten die Story ihrer Reise erzählte, sagte Brooke: Gold Roger, ich glaube, da gab es damals einen Rookie mit dem Namen. Oder auch nicht. Also hat Brooke den Namen Gold Roger zumindest mal gehört. Also war Roger vor zumindest 49 Jahren schon ein aktiver Pirat und Rookie. Aber warum nennt Brooke nie Big Mom? Hat er früher nie von ihr gehört, aber von irgendeinem kleinen Rookie? Hat sie sich damals noch keinen Namen gemacht gehabt? Das macht keinen Sinn. Denn es heißt, vor Rogers Ära war es die Ära von Big Mom, Kaido und Rocks. Und sie wird ja, nachdem sie von Elban weg ist, nicht 14 Jahre untätig rumgesessen haben und erst das Piratenleben angefangen, nachdem Brooke starb. Also hatte sie ja wohl zu der Zeit, als Brooke aktiv war, sicherlich doch auch schon einen Namen. Beziehungsweise sie hat sich einen Namen gemacht. Brooke sollte sie zumindest kennen, wenn Kaido und Big Mom wirklich in einer Bande oder Allianz namens Rocks waren. Rocks hat sich doch nicht erst dann verbündet, nachdem Brooke starb. Und dann ein paar Jährchen später wurden sie direkt von Garp geschlagen. Wird doch nicht so einfach gewesen sein, wenn sie ja ach so ein großes Ding damals waren. Also warum hat Brooke Big Mom nie erwähnt? Kannte er sie wirklich nicht? Hatte sie damals einfach noch keinen Namen zu seiner Zeit, was sehr komisch wäre, weil dann hätte sie ja im Grunde doch erst nach Roger angefangen oder richtig losgelegt? Oder hat das Ganze einen anderen Grund? Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen kleinen Klick auf den Abo-Button und wie immer bitte nicht das Glöckchen vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Mit Miau, Miau, Miau. Ja. Shut your mouth!